Guten Morgen, Knochensplitter, die auf den ungerechtfertigten Einsatz von Separatorenfleisch hinweisen können, sind nach den aktuellen Berichten zur Lebensmittelsicherheit, die ich Euch unten wieder verlinkt habe, des Bundesministeriums für Verbraucherschutz in über 15% der getesteten Fleischerzeugnisse gefunden worden. Dazu wurde von dem Bundesministerium für Verbraucherschutz in einer Vielzahl von als rein deklarierten Rindfleischerzeugnissen Fremd-DNA, also Bestandteil anderer Tiere, gefunden. Aber eins nach dem anderen. Was ist denn eigentlich Separatorenfleisch? Separatorenfleisch ist Fleisch, was maschinell vom Knochen gelöst wird und dadurch zum einen Knochensplitter enthält und auch die Struktur der Muskelfasern durch die extreme Zerkleinerung dieses Separatorenfleisch so derart verändert wird, dass dieses Fleisch besonders mikrobiologisch anfällig ist und entsprechend ganz klaren Richtlinien seitens der EU da vorhanden sind, wo dieses Separatorenfleisch auch eingesetzt werden kann und eingesetzt werden darf, und vor allem muss es deklariert werden. Separatorenfleisch wird vor allem im Dönerfleisch, in Mortadella, in Bierschinken und in Hotdogs und generell warmen Wienern, Bockwürsten, alle solche Würstsachen, Brühwürste eingesetzt. Also bis auf den Döner ist quasi da alles, was in Wurstform ist, möglich, dass man da Separatorenfleisch einsetzt. Es muss aber, und das ist der entscheidende Punkt, deklariert werden. Das steht jedenfalls in irgendeiner EU-Verordnung drin. Und nun hat das Bundesamt für Verbraucherschutz nun 250 Proben ausgewertet, die allesamt nicht die Deklarierung Separatorenfleisch hatten, also angeblich kein Separatorenfleisch enthalten. Teilweise war sogar das Prädikat Spitzenqualität, welches die Verwendung von Separatorenfleisch per se ausschließt. Ein starkes Indiz für das Verwenden von Separatorenfleisch ist, wenn in der Wurst oder dem Dönerfleisch Knochensplitter gefunden werden. Anhand der bei Separatorenfleisch vorhandenen Knochensplitter gilt es als gesichert, wenn in einer Wurst mehr als 1,5 Knochensplitter pro Quadratzentimeter enthalten sind. Dass da auch dann Separatorenfleisch entsprechend eingesetzt wurde. Separatorenfleisch ist natürlich wesentlich kostengünstiger. Zum einen, weil das Fleisch schneller von den Tieren gewonnen wird. Ja, und zum anderen auch, weil die Knochen teilweise gleich mitverwertet werden. Aber dieser Wert von 1,5 Knochensplitter pro Quadratzentimeter ist durchaus kritisierbar und erscheint recht hoch, da bei manueller Fleischentfernung eigentlich so gut wie gar nicht zu Knochenabsplitterungen kommt. Nun, das Bundesministerium für Verbraucherschutz hat eben diese 250 Proben untersucht und herausgekommen ist, dass über 15% der Proben oberhalb von 0,25 Knochensplitter pro Quadratzentimeter enthalten haben. Davon zwar nur ein kleiner Teil oberhalb der 1,5 Knochensplitter pro Quadratzentimeter, was den Einsatz von Separatorenfleisch quasi wissenschaftlich auch beweist, aber das ist ja quasi nur eine Frage der Grenzwerte, ne? Und da die Industrie ja diese Grenzwerte kennt, können Sie ja auch so viel Separatorenfleisch unter das richtige Fleisch mixen, dass man unterhalb dieser 1,5 Knochensplitter pro Quadratzentimeter bleibt. Und den beweisen, da kann man das dann nicht mehr, ne? Wenn er so gehäckselt und sonst was ist. Das kann man halt nur noch anhand dieser Knochensplitter feststellen. Ich bin zwar etwas irritiert, ob der Angabe in Quadratzentimeter, weil man ja nicht weiß, wie dick diese untersuchte Scheibe ist, eine Angabe in Kubikzentimeter wäre wahrscheinlich da irgendwie sinnvoller. Aber das spricht halt alles irgendwie für diesen sehr dubiosen Grenzwert. Also sowohl von der Maßeinheit als auch der Tatsache, dass Knochensplitter an sich erlaubt sind. Und zumindest in einer sehr hohen. Wenn ich über einen Knochensplitter pro Quadratzentimeter mir vorstelle, das sind natürlich Knochenpartikel, die sind nicht wirklich groß. Aber also ich habe auch sozusagen auf Webseiten, die nicht wissenschaftlich sind, das muss ich zugeben, auch starke Diskussionen darüber gehört, allerdings auch von Leuten, die in der Fleischindustrie arbeiten, dass so ein hoher Anteil von Knochensplittern eigentlich immer auf Separatorenfleisch hinweist. Und ausgehend der Erfahrungen, die ich in den letzten Monaten oder fast Jahren jetzt gemacht habe, bezüglich der Industrie und Gewinnmaximierung, also von daher denke ich, dass wahrscheinlich in diesen Produkten Döner, Bier, Bierwurst, Mortadella, Bierschinken, dann Wiener, Bockwurst, dass überall Separatorenfleisch enthalten ist und dass diese Studie quasi recht gibt, weil überall sind Knochensplitter enthalten. Und
Aber es wurden auch Proben mit über 1,5 Knochensplittern gefunden. Das heißt, wo sogar mit diesem hohen Grenzwert klaren Betrug am Verbraucher festgestellt wurde, vom wissenschaftlichen Kontext, wo ich das jetzt nicht nur rein interpretieren würde, sondern wo der aktuelle Grenzwert eben das auch sagt. Aber ich habe euch schon mal zu den Berichten der Lebensmittelsicherheit gezeigt, dass diese Grenzwerte auch mit der Zeit irgendwie immer mehr steigen. Und von daher, ne? Weiterhin, wenn wir schon beim Fleischkonsum sind, testete das Bundesministerium für Verbraucherschutz auch, inwieweit in mit Rindfleisch deklarierten Produkten, also die rein Rindfleisch deklariert waren, Pferdefleisch, Schaffleisch, Eselfleisch oder Ziegenfleisch gefunden wurde. Es wurden 488 Proben untersucht und normalerweise stellt das Bundesministerium für Verbraucherschutz direkt alles in einer Tabelle mit konkreten Zahlen dar. Aber hier sind bei den Ergebnissen wird bei den Ergebnissen, also steht meistens die Ergebnisse an die Tabelle, da hat man dann, habe ich nur ein Statement gefunden. Wie gesagt, die Berichte könnt ihr alle unten auch lesen. Und das ist der O-Ton folgender: In einer von diesen Fleischproben, was reines Rindfleisch sein sollte, untersuchten, in einer Vielzahl der untersuchten Proben, ich wiederhole, in einer Vielzahl der untersuchten Proben wurden Anteile anderer Tierarten, also Fremd-DNA, nachgewiesen. Daraus leitet das Bundesministerium für Verbraucherschutz ab, dass Verdacht, also das steht so da, dass Verdachtsmomenten unbedingt nachgegangen werden sollte. Auch verweisen sie darauf, dass diese Fremd-DNA auch aus illegal nicht deklarierten Zutaten kommen könnte. Das ist also nicht unbedingt quasi kein Rindfleisch sein sollte, sondern dass es illegale, nicht deklarierte Zutaten sein könnten. Na gut, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, dass Esel oder Pferde ins Fleisch gemixt werden oder diese Fremd-DNA durch nicht deklarierte Inhaltsstoffe in das Fleisch gelangt sind. Auf jeden Fall ja, zeigt das einmal mehr die mannigfaltigen Betrugsversuche der Fleischindustrie und ja, den damit verbundenen zusätzlichen gesundheitlichen Gefahren für den Menschen. Mal etwas überspitzt ausgedrückt. Man kauft Fleisch und bekommt Knochen und man kauft Rind und man bekommt Pferd. Ich bin jetzt auch bewusst nicht schadenfreudig, weil dieselbe Industrie uns bei pflanzlichen Produkten wahrscheinlich genauso versuchen würde eins reinzuwirken und uns zu verarschen. Aber bei tierischen Produkten ist die gesundheitliche Gefahr natürlich noch höher. Wenn man statt des von Hand entfernten Fleisches mikrobiologisches, viel anfälligeres Separatorenfleisch bekommt und Tiere isst, die man gar nicht essen wollte, oder eben tierische Zusatzstoffe, die nicht einmal deklariert wurden, zu sich nimmt. Was soll ich sagen? Kauft unverarbeitete Produkte, möglichst unverarbeitet, wo die Industrie nicht ihre Finger im Spiel hat. Baut selber an und verzichtet wirklich echt komplett eigentlich auf Fertigprodukte, insbesondere wenn sie billig sind. Macht lieber selber mal zum Beispiel eine Seitanwurst, wenn ihr ungesund unterwegs sein wollt, aber mal so einen richtig geilen veganen Hackbraten haben wollt. Der ist natürlich nicht rohköstlich, aber das Rezept, was richtig richtig Bombe ist, gibt's oben. Ja, also das wäre zumindest dann das Optimum, selber anbauen und ja, unverarbeitet wie möglich. Aber natürlich kann in dem einen oder anderen Fall eben, das muss man auch immer wieder dazu sagen, eben seine Lebensnutzenfunktion trotzdem zum Kauf von solchen Fertigprodukten wie Döner, Wiener oder Bierschinken kann das dann rechtfertigen. Dann sollte man aber wenigstens wissen, wirklich wissen, welchen zusätzlichen Gefahren man sich aussetzt. Jeder sollte sich frei entscheiden und darf sich frei entscheiden im Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung und es ist erlaubt tierische Produkte zu essen, also muss ich das auch sagen und akzeptiert das auch in dieser Gesellschaft, wo ich lebe, sonst muss ich in eine andere Gesellschaft gehen, wo dies nicht erlaubt ist. Die Frage ist dann wo. Auf jeden Fall, aber es ist erlaubt und von daher, ja. Aber wenn ihr das esst, dann achtet wenigstens drauf, dass ihr wisst, was ihr euch antut und dass ihr sagt, okay, ich finde das jetzt so geil, so eine Wiener zu essen oder so ein Hotdog oder so ein Döner, dass ich mir dieser Gefahren bewusst bin. Ne? Ich informiere nur und hoffe, dass ich heute euch wieder etwas Informationen, die zwar öffentlich sind, aber die nicht im Mainstream irgendwo ja, zu finden sind, da präsentieren könnte. Wenn ihr auch weiterhin gut informiert werden wollt, dann abonniert mich hier oben und verpasst kein Video mehr. Ansonsten wünsche ich euch einen sehr, sehr tollen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüss.